Genau. Ach, also, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja, klar. Du bist auch Mutter, ne? Schön, dass ihr am Start seid, mitten aus Hamburg. Heute werden deutsche Gerichte gefestigt. Ich danke euch für eure Idee quasi. Ich hoffe, ich finde die Kommentare, dann blende ich sie hier ein. Eure Idee, mal eine deutsche Foodtour zu machen. Habe ich Bock drauf? Machen wir. Heute wird es deutscher als deutsch sein. Wir werden komplett so deutsch, wie wir heute essen. Werdet ihr noch nie im Leben gegessen haben. Wir gehen jetzt erstmal zum Sprinkenhof. Wir testen natürlich auch die besten Restaurants. Sprinkenhof wird uns jetzt begrüßen und dann gucken wir mal, was der uns so in die Pfanne haut. Es wird deutsch werden. Gute alte Sprinkenhof. Ich bin heiß wie Frittenfett, glaub mir. Ab geht die Post, Alter. Da ist ja schon nichts übersehen. Also das wird jetzt hier, sag ich mal, für mich einfach. Ich werde ins kalte Wasser geworfen, bam, ich bestelle irgendwas, wo ich Bock drauf habe. Es gibt aber auch noch, wir fahren zum berühmten Spätzlehaus. Das Spätzle oder so heißt er. Und ich denke mal, ne, wir werden einfach nochmal stumpf eine Currywurst setzen. Bei einem der berühmtesten Currywurstbuden Mögrill oder Mugrill, irgendwie so. Aber jetzt geht es erstmal zum Sprinkenhof. Und wir gucken, was wir uns gönnen. Wir schauen erstmal in die Karte rein, ganz geschmeidig, gönnen wir uns einen kleinen Vino. Und dann wird geschaut, wie wir fortan verfahren. Und haut mir natürlich eure Tipps und Anregungen in die Kommentare. Steht immer noch aus, dass ich eine Foodtour von einem Abonnenten mache, der mir 3 Tipps gibt in seiner Stadt. Ich klappe alles ab. Wer das natürlich alles bewerten, das steht aus, würde mich freuen. Aber sonst auch alles rein. Ganz Deutschland, Spanisch, Russisch, Italienisch, alles, was ihr wollt, knall ich hin. Und jetzt werden wir aber fressen. Boah. 6. Stock, das ist ein Riesengebäude hier. Und 5. Stock, das steht so, als wäre das was anderes als ein Restaurant. Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich bin zu dumm. Ich bin ins falsche Gebäude gegangen. Da ist der Sprinkenhof. Also eins kann ich euch sagen, ich habe heftig Hunger. Ich habe heftig Hunger, ich habe ordentlich gepumpt zu Hause. Jetzt richtig schön Hunger und jetzt werde ich mir die Karte angucken. Und ich habe an sowas gedacht wie Gulasch, Haxe, ja Schnitzel vielleicht auch. Gucken wir gleich mal. Ja, das ja, weiß ich mal nicht, da sagt man ja Wien, ne? Jetzt gucken wir mal, das spricht mich alles maximal an hier. Grünkohl direkt hier oben, schau das ist. Was, wenn Sie sagen müssen, das deutscheste Essen, was Sie auf der Karte haben, was wäre das? Das norddeutsche ist der Lapskaus. Das wäre Lapskaus, ne? Dann nehme ich den Lapskaus, glaube ich. Und das zweite, weil Lapskaus bin ich eigentlich gar nicht. Oder ich habe es falsch gekriegt von meinem Vater damals. Da war ich nicht so der Fan. Ja, vielleicht konnte der das nicht so gut. Aber das zweitdeutscheste Essen, was Sie haben? Grünkohl. Oder Pfannfisch? Ich weiß nicht, ob Sie Fisch oder Fleisch möchten. Müssen wir den Grünkohl, glaube ich, nehmen. Dann nehmen wir den Grünkohl. Wenn Sie eine Empfehlung aussprechen würden, ich habe auch also eben schon reingeguckt. Ich esse Kochwurst. Kochwurst. Dann werde ich die nehmen. Ich bin Kohlwurst-Experte, kann man sagen. Da kann man auch dazu sagen Kohlwurst, ne? Okay, ja, ja? Klar. Okay, dann nehme ich das. Sehr gerne. Guckt euch das an, so wie es sein soll. Schöne Senfgeruch hier jetzt noch mit drin. Mein Vater, ich weiß gar nicht mal ganz genau, haut auch in den Grünkohl immer ein bisschen Senf mit rein. Ich meine, das mache ich auch so. Aber lange echt kein Grünkohl mehr gemacht. Auch schön die Bratkartoffeln. Kunst bei Bratkartoffeln natürlich. Bratkartoffeln bietet jeder an, aber dass du gute Bratkartoffeln kriegst, wirklich gute, ist selten. Ich sag's euch, schön kross, richtig schöne Kruste. Sieht sehr ansprechend aus, das muss man erstmal sagen. Das Herz des Grünkohls, die Kohlwurst, ist das Sternchen auf dem Christbaum, wisst ihr? Es geht kein Grünkohl ohne Kohlwurst. Kohlwurst muss man ja einfach sagen. Ich habe so viele in meinem Leben gegessen, wirklich. Früher jeden in meiner Ausbildungszeit, jeden Fleischer in der Stadt abgegrast, um die Kohlwurst zu testen. Eine anders als die andere. Kohlwurst kann so vielfältig sein. Schöne Süße drin. Grünkohl gefällt mir gut. Schön bissfester Speck. Also schön im Biss. Zu meiner Bewertung vom Brinkenhof. Also, ich sag so, Grünkohl ist ja zum Teil einfach guter Einkauf. Ich sag mal, ich glaube nicht, dass sich viele hinstellen, die Kohlwurst selber machen im Restaurant. Beziehungsweise Kochwurst. Die ist ja eingekauft. So, Schinken eingekauft. Gute Wahl getroffen für das Produkt, für den Schinken. Schön bissfest. Schön Biss gehabt. Kohlwurst, absolut nichts auszusetzen. Beim Grünkohl weiß ich jetzt nicht, muss ich auch einfach eingestehen, bin ich nicht Experte genug, ob das eine aus der Dose war oder selber gezupft. Kann ich euch nicht sagen. Ich würde sagen, eine aus der Dose ist ja auch nicht so wild. Ich bin durchaus zufrieden mit dem Essen. Durchaus zufrieden. Leckeres Essen gewesen. Schöne Süße im Grünkohl. Ist allerdings jetzt auch nicht so, dass es mich komplett von den Socken gehauen hat. Aber man, es war wirklich ein leckeres Essen. Bratkartoffeln sage ich so, ich habe wirklich sehr viel Bratkartoffeln in meinem Leben gemacht. Für mich lieber noch mehr Kruste, noch krosser, noch mehr Wumms rein. Aber durchweg ein solides Essen gebe ich 7 von 10 Punkten. Und jetzt geht's weiter zum Spätzlehaus. Ich muss eingestehen, ich habe selber mal Spätzle gemacht, aber im Restaurant.
habe ich, glaube ich, erst einmal zuvor Spätzle gegessen. Da bin ich ehrlich, werde einfach komplett meinen Geschmack bewerten, ob ich es geil finde, ob ich es nicht geil finde. Ausnahmsweise mal was, was ich nicht schon 100.000 Mal gegessen habe. Und ja, gucken wir mal, hier muss er irgendwo sein. Da ist er, fast vorbeigelaufen. In Salbei-Zitronenbutter mit Parmesan. Oh, Salbei, ich sage es euch, ohne Witz, da vorne ist ein Italiener, war ich letztens essen. Wollte ich was mit Salbei essen, aber ich war auf Pizza eingestellt mit meiner Freundin. Das kommt mir direkt ins Auge reingeschossen jetzt hier, aber mit einer Wucht von 280 km/h. Ich bin auch der Einzige, der Laden hat zu gerade. Ich bin angemeldet. Ja, wir haben ja die Lise, Leute. Die Lise, du weißt, du wusstest ja, dass ich komme. Richtig. Ne? Ich sehe schon hier, das sieht so aus, wie ich es mir irgendwie im Bilderbuch vorstelle. Ihr in meiner kleinen Küche da hinten, wirbelt, Haus voll hier, 30 Leute und ihr zu zwei Frauen, die zwei Frau-Armee, knallt ja. Das weg, ne? Das knallt weg, genau. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe schon eben auf die Karte geguckt. Salbei. Spätzle, ja, zum Beispiel, ne? Regional und saisonal. Macht ihr da aber die Spätzle hier auch selber in der Teigmaschine? Ja, das machen wir ja gleich auch. Das wäre auch Spaß. Darfst du auch einmal, wenn du willst? Ja, klar. Aber ich bin Experte, ich habe schon mal selber auch Spätzle gemacht zu Hause. Okay, sehr gut. Aber ja doch, zum Schluss ist das gut geworden. Okay. Aber mal gucken, ob die müsste jetzt natürlich besser werden als meine. Ja. Und dann machen wir Parmesanspätzle, hast du gesagt, den Top aus und normale Käsespätzle. Genau, einmal, das musst du. Okay, perfekt. Ja, dann legen wir da mal direkt los. Legen wir mal in die Küche. So. Krass, wie viele Teller könnt ihr hier mit dieser kleinen, oder wie viele Gäste bewirtschaften? Also wir haben insgesamt 22 Sitzplätze. Mhm. Naja, wenn halt dreimal voll ist mittags, kann es schon mal sein, so eben so 60 Essen, aber halt in so 2-3 Stunden. Mhm. Ne? Also das ist früher, vor Corona, kam das schon mal vor. So jetzt ist es natürlich... Ja klar, jetzt ist es ein bisschen weniger. Ja, genau, es ist wirklich weniger geworden, genau. Aber doch, also dann ist es aber auch echt was zu tun hier. Ne? Ja. Aber es ist halt cool, wenn es funktioniert. Ja, das glaube ich. Also wenn man dann die Übung hat und es klappt so, das ist echt, das macht sehr viel Spaß. Und alles muss wie ein Zahnrad ineinander greifen, weil wenn jetzt zwei, drei Leute dann stehen, ne? Genau. Ach, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja, klar. Du bist auch Mutter, ne? Ja, genau. Ja, ich bin auch Vater. Ah, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Mütter wirklich, also das muss ich sagen, ich habe eine Vorliebe für Mütter, kann man das einfach sagen, ne? Okay, wir gucken hier mal rein. Das sind eure Käsespätzle? Nein, das werden jetzt, also die Käsespätzle werden direkt in der, also die kommen direkt aus dem heißen Wasser. Ah. Die werden dann direkt, also hier sind sozusagen noch welche jetzt von der Mittagsschicht. Du kriegst natürlich Okay. Ich dachte schon. Und das sind jetzt die Spätzle, die braten wir immer an, eben für die Parmesanspätzle. Mhm. Das ist so ein bisschen eine eigene Kreation, die wir da gemacht haben. Während wir jetzt eben die braten lassen, bereiten wir den Salat auf. Sehr schön. Habt ihr hier die Salatnägel? Genau. Eine Rille von Rucola und dann eben schön Cherry-Tomaten drauf. So, jetzt gucken wir mal kurz, was die Spätzle so machen. Wichtig ist, dass es schön angebracht ist. Ja, das ist so. So, ist jetzt endlich fertig. Jetzt würde ich dir dann nämlich noch grünes Pesto, selbstgemachtes grünes Pesto reinhauen. Selbstgemachtes? Ja, natürlich. Okay. Da unten habt ihr dann die ganz heiße Ware für die guten Kunden. Nee, das ist die kalte. Also letztendlich, weißt du, wir funktionieren echt so ein bisschen wie so ein Pizza-Express. Ja. Also Spätzle ist halt wirklich die Basis. Und alles andere wird dazu gefügt. Da kommt jetzt noch der Parmesan, das sieht aus, Leute. Das sieht hier aus. So. Pinienkerne. Boah, genial. Schönes Balsamico. Guckt euch schön den Käse hier in der Mitte mit dem Pesto. Die Spätzle da drin. Muss ja auch einfach sagen, Leute. Diese Kombi von Pesto mit Pinienkern. Dazu noch Parmesan. Das ist halt so eine Kombi, die ist einfach von Gott geschaffen, damit sie zusammengefügt wird. Das ist ja irgendwo kein Zufall. Parmesan obendrauf, da musst du auch schon viel falsch machen, dass es nicht schmeckt. Das muss man dazu sagen, ne? Da musst du viel falsch machen, dass es nicht schmeckt. Guckt euch diesen Teller an. Man kann es dann nochmal hier noch einmal rauf. Wir haben diese Riesenmenge an Parmesan. Außen die Tomaten, hier die Pinienkerne. Balsamico hat natürlich auch immer noch Riesengeschmack. Selbstgemachtes Pesto. Ihr wisst, Bewertung kriegt ihr ja immer erst am Schluss. Bleibt mir erstmal, bevor ich mich zu voll fresse, nochmal die nächste Runde probieren. Natürlich von der Optik jetzt nicht ranzukommen an den anderen Teller. Aber das macht nichts. Mich sprechen die nicht weniger an als die anderen. Rieche ich den Salbei? Ja, man riecht den Salbei. Dezent, aber wahrzunehmen. Viel simpler ja vom Ding her, ne? Zumindest von der Aufmachung. Hier ist der Lisa aber auch noch mehr die Kruste auf den Spätzle gelungen. Deutlich gleich nochmal einen Schritt nach oben. Wenn, und das muss man einfach festhalten, wenn dieser Spätzleteig, diese Spätzle in der Pfanne mit der Butter, da war ja diese Salbei-Butter. Das geht einfach so eine schöne Verbindung ein. Diese krosse Schicht in der Pfanne mit Butter, da denke ich direkt,
glaub mir, ich erzähl keinen Mist. Mein Vater damals, wir hatten Nudeln über, es wurde nie was weggeschmissen. Ab an, ich soll meine Mutter. Das war meine Mutter. Es kam in die Pfanne, nur mit Butter. Ich habe Nudeln mit Butter angebraten, aus der Pfanne gegessen. Werde ich nie vergessen. Vertraut mir. Manchmal muss es nicht die Fertigpizza sein. Butter in die Pfanne, Nudeln rein, lang. Mit diesem Salbei anders auch, ne? Wann kocht man mit Salbei? Stellt euch selber die Frage. Wann isst man was mit Salbei? Und jetzt an die Nummer 3. Und dann funktioniert das immer hier. So wie gesagt, wir haben eben immer den Teig im bereitenden Fisch vor. Okay. Dann kommt da unser Sieb drauf. Dann wird da so eine Portion, das ist ein bisschen die erste Portion, aufgemacht. Und dann muss man schön kneten, kriegt man Muskeln auch von. Ja, das glaube ich. So, jetzt. Sind ja direkt schon gut. Ja, genau. Also es geht eigentlich dann eben sehr schnell. Ne? Ja. So, und dann ist hier unten eben immer, haben wir unseren Käse, eine gute Handkäse. Reiben wir dann halt immer zusammen. Da nochmal die Zwiebeln oben drauf. Ich hoffe, ein guter Pfeffer. Ich gehe von aus. Schön Pfeffer drauf. Rinder mit. Zusammen mit der Käsespätzle. Guckt euch das an, der Käse hier. Gut ausgewählter Käse. Sehr gut. Hier richtig geil. Erster Biss. Da ist so richtig schön was Milchiges drin. So, zur Bewertung vom Spätzle. Ich finde, folgender Ausdruck für das Essen ist absolut treffend. Jedes Gericht hatte für sich seine Seele. Alles für sich hatte eine Besonderheit, die wirklich komplett reingekickt hat. Beim ersten Spätzle, was die Kombi aus den selbstgemachten Pesto, Pinienkernen dazu, diesen genialen Parmesan. Und wenn du dann da reingetunkt hast, unten hattest du dann noch diesen Rucola mit dabei, der sich einfach perfekt vermischt hat mit dem Gericht. Weil es bei dem Salbei-Essen, dieser Salbei, was man so einfach so selten hat, zusammen mit diesen wirklich knackig gerösteten Spätzle. Und beim letzten Essen, dieses milchig-weiche, von dem perfekt ausgewählten Emmentaler. Ich würde durchweg, ich mache da keinen Unterschied. Jedes Gericht hatte für sich seinen Trumpfmoment und ich gebe allen durchweg 8 Punkte. 8 von 10 Punkte, war wirklich mega lecker. Jetzt geht's zum Klassiker, wenn es Currywurst snacken. Beim, ich hoffe, Müllgrill. Wenn er nicht irgendwie zu hat oder sonst was, man weiß ja heutzutage nicht mehr, aber wir fahren jetzt zum Müllgrill. Ja, da habe ich schon vor langer Zeit meine erste Currywurst gegessen und wir gucken mal, auch den Vergleich so ein bisschen Berlin, habe ich das letzte Mal gegessen, Currywurst, war schon heftig. Na, gucken, ob die Hamburger Currywurst damit halten kann. So, also direkt hier ist er am Eingang zur S-Bahn. Also wir, es gibt da viele von, ne? Es gibt viele davon in Hamburg. Ich habe jetzt einmal gewählt und werde jetzt mir irgendwas gönnen mal hier voll. So sieht er aus von vorne der Grill. Gucken wir mal, ob das hält, was verspricht. So, und jetzt gibt es einmal Geflügel und einmal Schweine-Currywurst. Plus und weg. Links Geflügel, rechts Schwein. So sieht's aus. Geflügel versus Schwein. Boah, sieht ja gelb richtig giftig aus. Seht ihr das? Das Geflügel. Fehlt mir der Wumms. Sag ich gleich. Sehr weich im Biss, sehr weich, zart auch, für mich schon zu weich fast. Schwein mit einer dicken Kruste, schön dicker Darm. Für mich die beiden Currywürste nicht erwähnenswert so. Ist jetzt nicht komplett verkehrt, hätte ich einfach durch, hätte ich eine 5 von 10 gegeben. Die schön dicke Haut, der schön dicke Darm bei der Schweinecurrywurst gefällt mir. Aber die Geflügelcurrywurst schmeckt jetzt nicht schlecht, aber Geflügel 5, Schweinewurst 6 von 10. Gut, ist nichts Besonderes, brauchen wir nicht groß erwähnen. Wir sind am Ende vom Video. Das war der Müllgrill. Ich danke fürs Zuschauen. Haut gerne die Glocke an, Kommentar rein, wo es als nächstes hingehen soll. Ideen, auch gerne 3 Läden aus eurer Stadt. So, ich mache da Foodtour, ne, aber auch gerne Einzelläden. Ich teste immer gerne auch einzeln irgendwas. Dönertour ist natürlich auch am Start. Alles rein, gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.